Sag mal, bist du behindert? Aber wenn du wirklich dachtest, dass du mich heute live hier zerfickst, lass dir ein letztes Mal gesagt sein. Nein, tust du nicht! Herzlich willkommen bei Don't Let the Label Label You! Mein Name ist und bevor ich jetzt anfange, es hier diesen Spaß zu geben, das ist für die ganzen Missgeburten, die meinten, der Cynic traut sich bei Diltili im Kreis niemals anzutreten. Es geht auch sofort los, aber ich habe ganz kurz ein paar Fragen zu seinen Texten. Du hast ja jetzt auch eine Familie zu ernähren. Und andere Eltern nehmen ihre weinenden Kinder in den Arm, wenn sie sich mit den Nachbarkiddies um die Spielsachen streiten. Cynic sagt ihnen, sie sollen an ihrer Defense arbeiten. Aber ich scheiß mal auf Pokerface. Ich finde dich zwar ein bisschen peinlich, aber wenn du doch mal witzig bist, spiele ich dir heute nichts vor. Denn ich brauche keine Defense, Digga. Das hier wird ein Spiel auf ein Tor. Aber jeder, der meine Videos kennt, weiß, ich habe Mikesh von Sekunde 1 an super gefühlt. Und habe mir auch gedacht, den verfolge ich von nun an gezielt. Ich hatte nur Liebe für dich, bis du irgendwann privat zu mir meintest, ich habe auch mal Fußball gespielt. Und ich so, du hast Fußball gespielt? Welche Position? Er so, Verteidigung, da wurde es dann zu viel. Der meinte, er ist Innenverteidiger. Wisst ihr, was das heißt? Ein Kopfballduell ist mit Fuß in die Achillessehne. Eins, raus, ich, gut, weg. Halbzeit im Hamburger Vorort, Kreisliga F. Der Trainer hält die Ansprache. Männer! Abstiegskampf, wir liegen 0-2 zurück, ihr spielt nur Dreck. Was ist das? Wir spielen hier gegen den SV Burbeck. Ich sehe keinen Schweiß, keine Tränen, eure Trikots sind immer noch sauber, ich sehe nicht mal einen Blutfleck. Aber willst du mich verarschen, Elvis? Pack das scheiß Buch weg! Denn Cynic weiß alles über unser Liebesleben und entlarvt jede Falschaussage gänzlich. Sagt er zu Steinschleuder beim Judging, spätestens wenn du darüber rappst, wie du fiegst, ist das halt nicht mehr authentisch. Shiny bumst also nicht, weil er eine Brille trägt, eine quakige Stimme hat und schlank ist. Ich glaube, das erinnert mich an wen, aber an keinen, der relevant ist. Stopf dir dein Maul jetzt so ordentlich. Das letzte Mal, dass du so rumgeheult hast, war, als Dobby der Hauself gestorben ist. Und wie viele Väter fickst du? Wen interessiert's? Du hast mehr Daddy-Issues als Britney Spears. Junge, dein Flex ist echt wild. Was für Sexfick mit Pillen? Für dich heißt Netflix and Chill. Du guckst echt einen Film. Auf Kassette! Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie sich der Falk in seinem Profil so beschreibt? Battle Rap und Lebenskrisen. Fuck, wie deep kann man sein? I believe I can fly! Doch Falki, ich kenne dein Battle Rap. Und ich muss sagen, Lebenskrisen allein hätte easy gereicht. Denn du bist unsympathisch, so viel gefurzt zu haben. Und wenn jemand fragt, wer es war, nur der Hund zu sagen. Und dann wunderst du dich, dass wenn du umziehst, keiner deiner Leute mit anpackt. Junge, dein bester Freund ist Tunschmann. Und sein bester Freund ist wer anders. Signature-Move ist? So, ne? Sieht aus wie ein Schlaganfall, aber ihr kennt das, ne?
Das machen Rapper, die Diamantgrills im Maul haben, um zu zeigen, dass sie Erfolg haben. Du hast nicht mal einen Goldzahn! Kommt so halt gar nicht, Killer, du Spaß. Was willst du uns da zeigen? Deine Keramikfüllung oder was? Ich mein, das ist 80 und der ist so on beat und raptechnisch voll der Boss sein. Dicker, mit deiner Friese siehst du aus wie so ein Soft-Eis. Geschmacksrichtung Amphetamin. Du bist so ein, ich schwör, Digga, du kriegst dein Geld diese Woche noch, glaub mir, Kiffer. So ein, den schwarzen Schmand, deinen Bonkopf kann man locker noch rauchen, Kiffer. Du bist so ein Typ, wenn man mit dir in der Runde einen Joint braucht und sagt, reich mal weiter, Mann, sagst du immer, warte kurz. Filter voll gesabbert und weich gedrückt, heiß geraucht, kompletter Seitenbrand, reichst ihn weiter und sagst, Wette, irgendwie nicht high von Mann. Denn du bist abhängig, ein Junkie. Und das verrät mir viel über deine Willenskraft. Du hattest eine Million Klicks, Label-Deals, Chartplatzierungen, dies und das. Doch aus all deinen Möglichkeiten hast du einfach nichts gemacht. Du bist ein Witz, ein Frack, ein versniffter Junk, der den Konsum über alles andere stellt. Und das ist schon krank. Ich mein, Alex, guck dich an. Nicht nur dein Aussehen, nein, auch dein Inneres wird durch das Pep, das Meth und das Coca entstellt. Doch du kannst nicht mehr ohne, denn im Rausch findest du Trost für dich selbst. Du hast dein Stempel weg und spürst den Hohn dieser Welt, wenn das Gelächter den Applaus überdeckt und deine Sorgen dich quälen. Sie nennen dich Internet-Rapper. Dieses Wort tut dir weh, doch du redest dir ein, man hat dich zu den Großen zu zählen. Alex, ist schon okay. Gedacht, dass ich mich vor dem Thema hier drücke, doch jetzt erlebst du dein blaues Wunder wie die Loschwitzer Brücke. Und die Leute versteht ihr nicht? Alles gut, dafür muss man sich nicht schämen. Ist ein super Zeichen, das heißt, ihr wart noch niemals in Dresden. Und das ist doch besser so. Immer wenn ich an eure Restaurants denke, würge ich kurz. Ich habe euren besten Döner probiert. Das war eine Currywurst. Du bist so unterentwickelt, wenn du entführt wirst, macht deine Mutter keine Anzeige wegen Kidnapping, sondern Samenraub. Und es klingt ironisch, du gehst abends mit einem warmen Kakao ins Bett, ich wach morgens auf und gönn mir eine heiße Milch mit Honig. Jungs wie du waren immer gut vorbereitet zum Unterricht. Ich dagegen schrieb Hausaufgaben auf benutztes Backpapier in der Hoffnung, dass der Hund sie frisst. Bitch, ich geb dir mies ein Brett, bis ich dein Kiefer brech. Hab dann mit dem weiblichen Teil deiner Familie Sex, bis jede von denen rumläuft, als wenn sie Hämorrhoiden hätte. Spaß. Niemand hat die Absicht, deine Mutter zu ficken. Also entspann dich mal, du Hurensohn. Ich fick nicht mit deiner Familie, weil das machst du ja schon. Ey, der Typ macht jetzt sein Part gern auf Player, so als ob du da nicht cooler wärst. Bitches nenn mich Snakey Boy. Nein, die Frau, mit denen du schläfst, nenn ich Bruderherz. Ja, genau. Ich reg mich über deinen Namen auf. Du bist so unterentwickelt, wenn du entführt wirst, macht deine Mutter keine Anzeige wegen Kidnapping, sondern Samenraub. Und es klingt ironisch, du gehst abends mit einem warmen Kakao ins Bett, ich wach morgens auf und gönn mir eine heiße Milch mit Honig. Die Welt ist offener heutzutage. Lass doch deine intelligente, feminine Seite im Licht glänzen, statt hier zu stehen mit Selbstbewusstsein wie ein Strichmännchen. Ich werde heute definieren, wie eine gute Frau zu sein hat. Ach. Denn ich bin ein sehr kluger Mann. Bitte glaub mir einfach. Ich habe so wenig Angst davor, Angriffsfläche zu generieren. Ich sage, ich bin eher so ein Bauchgefühlmensch. Du versuchst dabei neutral zu bleiben wie ein Püppchen, aber bitte trau dich doch, Ken. Ich habe so wenig Angst davor, Angriffsfläche zu generieren. Ich hatte den Moment, diesen Körper geboren zu werden. Du? Ja, okay, hattest dann doch noch mal Next Level härter. Aber ich... Denn ja, ich wollte dich als Gegnerin, weil ich hab's mit Frauen nicht so leicht. Vielleicht ist das wahr. Vielleicht habe ich so gemeint. Aber vielleicht...
Vielleicht fällt es mir leichter, einer Frau ins Gesicht zu schreien, denn das ist ja nichts Besonderes. Für viele ist das wieder heim. Es ist viel zu leicht. Es ist viel zu leicht, dich mit einer Punchline zu treffen. Ein Schenkel von dir wiegt mehr als zwei meiner Neffen. Du bist Hyperpop für die Augen. Ich will sie mir auskratzen. Du bist eine Traumfrau. Ich will aufwachen.